Hallo und herzlich willkommen. Wir sind wieder zurück bei Mr. Prepper. Jans, kurz vorm Zusammenbrechen, würde ich mal behaupten. Das heißt, wir gehen mal direkt hier an den Kühlschrank dran und hauen uns. Was hauen wir uns denn rein? Das hier sieht aus, als würde es bald kaputt gehen. Deswegen hauen wir uns das direkt mal rein. Das hat uns auf jeden Fall schon mal gut den Arsch gerettet. Dann würde ich noch mal ganz kurz auf den Kalender gucken. Kalender. Heute kommt nämlich der Agent. Okay, alles klar. Wenn der Agent kommt, heißt das, dass ich mir einmal diesen Eimer nehme. Gucken wir noch mal ganz kurz die Schränke durch. Einfach nur, um sicher zu gehen. Was haben wir denn hier? Scheinen okay zu sein. Ja, die scheinen okay zu sein. Haben wir die denn alle gelesen oder? Ich meine schon. So, dann die Werkbank haben wir soweit fertig. Ich decke das mal zu. Guck mir mal ganz kurz das Inventar an. Das ist soweit okay. Wir sind auf jeden Fall passend ausgerüstet. Unser Strom wurde wieder abgestellt. Das heißt, wir gehen erstmal, weil da kommt ja eh erst nachmittags, erst nochmal kurz in den Wald. Und dort sammeln wir uns nochmal ein bisschen was zu futtern. Wir könnten auch nochmal unsere... Ja, genau, perfekt. Die Falle geht kaputt. Das passt. Sehr gut und wunderbar. Dann können wir die hier nämlich wieder aufstellen. Ein bisschen was haben wir ja dabei. Du genauso. Zack. Und du da hinten auch. Perfekt. Dann haben wir soweit wieder alles fertig und können uns hier noch ein paar Beeren nehmen. So, lauf mal weiter. Oh, hier haben wir Holz rumliegen. Sehr gut. Das nehmen wir uns. So, und dann ab weiter. Oh, noch ein bisschen Holz gefunden. Da geht's weiter nachher. Wir laufen erstmal hier in diese Richtung und schnappen uns noch ein paar Beeren. Zack, weiter. Kommt da noch was? Nein. Dann wieder zurück. Dann wieder schnell zurück. Was steht da nochmal drauf? Ethisch korrekt geschossen. So, nächste Ebene. Zack. Hier haben wir auch noch ein bisschen. Da hinten haben wir nochmal Holz. Sehr schön. So, das nehmen wir. Das auch. So. Und dann laufen wir nochmal zurück. Da haben wir noch was. Dann sind wir schon einmal durch. So. Okay. Gehen wir zurück. Na komm, gehen wir erstmal zurück. Dann können wir nämlich noch ein bisschen was hier verarbeiten. Das ist ja auch nicht verkehrt. So, lassen wir mal ganz kurz hier schauen. Das können wir hier hinpacken. Dann nehme ich mir das einmal weg. Pack das hier rein. Dann gehen wir einmal hier eine Pute grillen. Wunderbar.
So, wie machen wir das am besten? Ich pack das hier rein. Die gegrillte Pute da. Oder passt die da drauf? Die passt da drauf. Perfekt. Dann kann ich nämlich das hier reinstellen. Und mach mir 3 Smoothies. Perfekt. So. Das hier esse ich. Ah, komm schon. Ich brauche unbedingt noch einen Kühlschrank irgendwo. Schlangenfleisch. Okay. Kaktus. Na komm, dann isst den Kaktus und pack die Smoothies da rein. Dann passt das schon mal. Dann machen wir noch ein kurzes Nickerchen, bis der Agent kommt. Na? Spiel hat keine Lust mehr. Doch, gut. So. Da kommt er schon. Pünktlich wie die Feuer. Ne, ein bisschen zu spät sogar. Um 5 Minuten verspätet. So, alles zugedeckt. Eimer ist weg. Sehr gut. Da müsste Stromverbrauch prüft er. Der ist ein bisschen wenig sogar. Wasserverbrauch auch. Der prüft echt alles nach. Wie sieht's aus? Erzähl doch mal. 61%. Ist jetzt natürlich die Frage, haben wir zu wenig verbraucht und deswegen war er vielleicht nicht so? Ja, egal. Gucken wir mal kurz hier drauf. Kommt genau in einer Woche. Das hat sich jetzt nicht verschoben. Von daher würde ich sagen, da hat sich im Grunde nicht viel bis gar nichts getan. Wir können jetzt aber noch ein bisschen hier runtergehen. Aufdecken. Da kommt der Postbote. Was will der denn von mir? Hey, danke schön. Ja, tschüss. Briefmarkenserie. Bei den Nigelnagel neue Briefmarkenserie. Was haben wir denn hier? Sehr geehrter Mr. Prepper, werter Bürger, aufgrund des Bedarfs an besserem Schutz vor staatsfeindlichen Aktivitäten werden auch Schränke bei den nächsten Kontrollen durch die Agentur überprüft. Wir erinnern Sie daran, dass Zusammenarbeit und Transparenz wesentlich zum Erfolg unseres Landes beitragen. Gott schütze den Präsidenten. Mit freundlichen Grüßen, der Minuteman. Okay, okay. Dann können wir das einmal wegwerfen. Ja, das können wir auch einmal wegwerfen. Und ja. Das heißt, beim nächsten Mal werden auch die Schränke kontrolliert. Das heißt, wir sollten unten vielleicht noch ein paar Kisten hinmachen. Und gucken, dass wir auch hier in den Schränken nur das drin haben, was auch wirklich da sein sollte. Den Eimer kurz hier hinstellen, damit der auch noch voll wird. Das heißt, wir müssen hier gucken, das Wasser, glaube ich. Sichere Menge 0. Okay, alles klar. Das heißt, das ganze Wasser muss ich wegräumen. Das ist okay. Das ist okay. Was ist mit dem Salz? Bis 10. Dann haben wir schon zu viel davon. Also ein bisschen Salz muss ich auch wegräumen. Was ist mit den Federn? 0 bis 1. Sollte ich also nicht da haben. Das Sprit sollte ich auch nirgendwo hier sammeln. Gut. Also müssen wir auf jeden Fall schauen, dass wir das Wasser wegkriegen. Futtermäßig ist alles okay, oder?
Sichere Menge 0. Das heißt, ich muss da gucken, dass ich das Hühnerbein wegkriege. Na dann. Alles klar. Na gut, gehen wir erstmal kurz hier runter. Dann müssen wir auf jeden Fall schauen, dass ich noch irgendwie eine Kiste baue oder sowas. Erstmal gucken wir, dass wir das Holz wegkriegen. Perfekt. Wunderbar. Sprit hier rein. Haben wir das schon mal fort? Ja, das Holz, das nehme ich. So. Schrank. Zehn. Auch 10. Also ich sehe dann nicht, wie viel Platz da irgendwie dran ist. Aber hier diese Kiste, die ist schon ziemlich nice. Ich hab doch da. Mach die mal bitte an, damit ich hier ein bisschen was sehe. Okay. Hier haben wir. Oh, ich muss da unten noch nachfüllen. Bevor mir das alles kaputt geht. Also, ab hier runter, schnell. So. Da. Noch ein bisschen, noch ein bisschen. Und da auch. Sehr gut. Haben wir uns darum schon mal gekümmert, das ist wichtig. Top. Okay, dann kommt das Wasser wieder hier rein. Eisenerz habe ich noch ein bisschen hier. Ich schnapp mir mal kurz den Sprit. Stoff. Muss ich den zerlegen? Ich nehme es mal mit, so wie das hier auch. Eisenerz. So. Und so. Okay, zerlegen wir beides. Dich auch. Haben wir ein bisschen Stoff bekommen. Wunderbar. Die kann ich verkaufen. Die Jägerin, genau. Die holt die Federn. Dann könnte ich noch mal gucken, dass ich Großwildköder 2 zu 8. Achso, ich kann dafür nur einen holen. Na gut. Ich habe auch gar kein Geld mehr. Lass den Blödsinn sein und mach es nur so. So, wie sieht es hier eigentlich mit dem Wasser aus? Können wir alles leer machen? Perfekt, sehr gut. Achso. Mehr geht nicht, gut. Dann räumen wir das nämlich auch noch hier runter. Das Wasser hier aus den Schränken verschwindet. So. Das auch noch weg. So, so und so. Wunderbar. Haben wir das schon mal soweit ein bisschen geklärt? Ich brauche auf jeden Fall noch einen Kühlschrank. Das wäre nicht verkehrt. So, den esse ich morgen früh und dann legen wir uns erstmal ein bisschen schlafen, es ist schon spät. So. Dann haben wir den Tag überstanden, Gott sei Dank.
So, weiter geht's. So, frischer neuer Morgen hat gestartet. So, einmal kurz überlegen, was wir noch machen müssen. Der Joe will, dass ich ein anderes Mal wiederkomme. Er könnte Wasserstoff auf Etage 5 geben. Selbst wenn Bob es verneint. Ich brauche Metall und Plastik. Den Hebel habe ich schon. Der bringt mir jetzt nur ein bisschen Geld. Dankeschön. Nehme ich mir mit. So. Kurz einmal überlegen. Ja, Essen. Genau. Das hier hauen wir uns noch schnell rein. Und dann. Laufen wir nochmal kurz in den Wald, überprüfen die Fallen. So, die ist kaputt jetzt. Gut. Gut. Nehmen. Zack, nochmal Federn. Eine ganze Pute. Federn nehmen. Sehr gut. Dann laufen wir wieder zurück. So, die Jägerin. Oh, guck mal, wir haben was richtig Schönes bekommen. Ich nehme das jetzt nochmal. Dreimal kann ich das holen. Sehr gut. Ich glaube, das ist auch nur dreimal da, oder? Ich weiß es nicht. Und das nehme ich auch noch dreimal. So, perfekt. Dann baue ich hier unten noch schnell ein paar Fallen. Das dauert ja noch. So, Fallen. Ich glaube, das müsste hier sein. Einfache Falle, Bärenfalle. Stelle sie in einem Wald. Da brauche ich Metall für 5 Stück auch noch direkt. Hier brauche ich nur ein bisschen Holz. Dann machen wir davon nämlich direkt nochmal 5. Alles nehmen. Und dann können wir nämlich jetzt. Da der mit unserer Lieferung da ist, sofort wieder in den Wald. Dankeschön. Alles nehmen. Macht gut. Und ab in den Wald. So. Dann. Aufteilen. So. Dann machen wir da erstmal direkt diesen Köder rein. Der nächste Köder. Und der nächste Köder. Hier, na komm schon. Auch noch einen. Da auch noch einen. Und dann stellen wir da auch noch einen hin. Und packen den letzten Köder auch noch da rein. So, dann haben wir das erstmal schon mal fertig. Ich stelle trotzdem die anderen auch schon mal auf, einfach damit ich die nicht rumschleppen muss die ganze Zeit. So, okay. Dann gehen wir nochmal nach Hause. Wir müssen jetzt gucken, dass wir auf jeden Fall Geld verdienen. Kann ich hier noch irgendwas verkaufen? Jenny, was will die? Will die vielleicht gerade zufällig ein paar Beeren haben? Sehr gut. Dann können wir hier nämlich schon mal ein paar Münzen machen. Karotten, Rüben, Gurken.
So. Die Jägerin will von dem Fleisch nichts. Da haben wir immer noch nicht das Buch gefunden. Nancy. Ah, sehr gut. Da können wir nochmal so eine Zeitung hier verkaufen. Gourmet. Der Gourmet würde Salz kaufen. Ich glaube, das hole ich jetzt gleich und verkaufe dem das auch. Der will nichts. Was ist hier? Dem kann ich eine Spitzhacke verkaufen. Das will ich aber nicht. Ich könnte zwei Messer fertigen. Die will der haben. Und dann auch noch was Salz holen. Hallo, sorry. Also zwei Messer und was Salz holen. So. Ein Messer haben wir. Dann mache ich nur ein Messer erstmal. So, der ist da. Haben wir hier sonst noch was? Irgendwas, was ich irgendwie... Pfanne, Wasserkocher. Irgendwelche Regale, Bücher. Koje. Kühlschrank. Ja, den bräuchte ich natürlich, aber ich brauche dafür Plastik. Und Plastik ist schon ein ziemlicher... eine ziemliche Mangelware im Moment. So. Habe ich jetzt das Salz geholt? Natürlich nicht, ne? Doch, habe ich. Da habe ich tatsächlich dran gedacht. Dann kann ich jetzt dem Gourmet das Salz geben. Und. Wer wollte die Messer haben? Hier der. So. Perfekt. Dann haben wir da nämlich nochmal ziemlich gut Geld gemacht. Was ist das hier? Telefone. Telefone, Äxte, Spitzhacken. Telefone, Äxte und Spitzhacken. Ich guck mal, ob ich davon was bauen kann. Ja, könnte ich, wenn ich Plastik hätte. Mhm. Aha. Von der Ex und Spitzhacken, das kriege ich nicht hin. Den Rucksack bräuchte ich halt noch, dafür brauche ich noch mehr Stoff. Warme Kleidung, um tiefer in die Dingen zu kommen auch, dafür brauche ich Wollzell. Okay, da habe ich natürlich glücklicherweise alles verkauft beim letzten Mal. So, pack das Salz mal wieder weg. Oh, da habe ich noch was drin. Das kann ich noch rausholen. Die brauchen auch wieder Wasser. Wasser, Wasser, Wasser. So, gib mir mal so ein Kanisterchen. Sehr gut. So, dann geht's wieder hier hoch. Dann haben wir für diesen Tag auf jeden Fall schon mal ganz gut Geld gemacht. Perfekt. Was ist das hier? Ein Teppich, da kann ich Stoff draus machen. Das lassen wir mal so. Nancy, nix. Hier von der will ich auch nix. Holz, Holzpalette will ich auch nix von. Jenny.
Ein besonders dekorativer Teppich. Na toll. Den kann ich also nicht mal zu irgendwas verarbeiten. Ein Poster. Ach ja, die Bücher. Muskulöser Atlas, wie ich mehr tragen kann. Ja, die sind halt auch noch alle wichtig, die Bücher. Mensch. Sprit ist auch genauso wichtig. Könnte ich mir auch noch mal besorgen. Sind wir wieder 45 los. Mit dem Sprit warte ich noch ein bisschen. Hier Salat vielleicht. Was ist das? Orangenmarmelade. Aha. Ich kriege aber auch nirgendwo was gekauft, was mir beim Plastik hilft. Ich habe zumindest noch nichts gesehen. Da war nichts, die Jägerin hat nichts, der Gourmet hat nichts, da nichts, da nichts, da nichts. Plastik ist eine verfluchte Mangelware im Moment. Woher kriege ich das? Oh, wir sind fast am Abköcken. Dann würde ich sagen, Quatsch, ist die Sonne untergegangen. Wir haben auf jeden Fall ziemlich gut was erreicht, würde ich spontan behaupten. Ich mache noch ganz kurz hier das Ding leer. Was ist denn jetzt passiert? Ja, ich weiß, Nickerchen. Das will ich. So, danke. Und da würde ich sagen, legen wir uns mal hin. Zum Joe müssen wir auf jeden Fall auch. Wichtig ist aber, dass wir in den Wald reinkommen. In dieses nächste Teil. Und da brauche ich 10 Plastik für. Und das wird auf jeden Fall unsere nächste Herausforderung, dass wir diese 10 Plastik irgendwie hinkriegen. Aber da kümmern wir uns in der nächsten Folge drum. Deswegen legen wir uns jetzt schlafen. Und ich sage zu euch, malet Jod, schwenkt der Hut, grüß euch Jod. Ich bin fort.